Yoga to go heute. Was brauchen wir für eine kleine, knackige Einheit zwischendurch im Job, um zu entspannen, wieder neue Energie zu bekommen? Einen Stuhl, Bürostuhl, kein Autositz, das funktioniert nicht. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, tada, man nehme diesen Stuhl und man nehme jemanden, der eine kleine Auszeit braucht. Das ist Gregor. Gregor, setz dich. Na klar. Und du setzt dich an die Stuhlkante. Also rutsch mal so weit vorne. Vorne. Genau. Okay. Rücken kannst du da ein bisschen lang machen. Das ist immer gut, übrigens immer zwischendurch empfehlenswert, den Rücken aufzurichten. Jetzt streckst du dein rechtes Bein aus, sodass du die Ferse aufsetzen kannst und ziehst die Zehen zu dir ran. Ja. Er spürt es schon ein bisschen im Bein. Er spürt es schon im Bein. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Halt den Rücken lang und beug dich ein bisschen nach vorne. Guck mal, ob du mit den Fingern so ein bisschen runterkommst. Boah. Bei Männern übrigens nicht verzweifeln, ne? Gerne genommen. Männer haben immer ganz kurze Oberschenkelrückseiten. Wenn ihr das aber regelmäßig macht, zwischendurch im Job, dann wird das besser und aus dem wird ein Hey. Es ist anstrengend, das ist okay, das darf aber auch sein. Yoga ist nicht nur Entspannung, Yoga ist auch Anspannung. Und macht das einfach mal regelmäßig, wenn ihr nicht mehr wisst, wie es geht, hier reinschauen, radiobrock.de. Und jeden Tag auch im Radio. Radio Brocken bei der Arbeit. Yoga to go mit Verena Strauß. Nur bei Radio Brocken.